Guten Morgen und herzlich willkommen in Marbella. Ich bin mit der Eva hier in Marbella für eine Woche und ich dachte mir, ich mache mal keinen normalen Travel Inspiration Video Ding, sondern ich mache einen normalen Vlog und zwar einen Daily Vlog. Die Eva und ich werden heute einen Powerwalk zu einem Frühstückslokal machen und euch mitnehmen und dann einfach mal schauen, was der Tag so bietet, was wir so machen werden. Wahrscheinlich zum Strand gehen und irgendwo lecker Abendessen gehen. Aber wir nehmen euch mit und zeigen euch, was man so in Marbella einen Tag lang machen kann. Also, los geht's zum Strand. On the way to being free. Wenn ihr auf der Suche nach einem guten Mittagessen seid, ich kann euch das Manuka voll empfehlen, das ist da vorne. Da waren wir auch schon Mittagessen, das ist voll lecker. Aber ich schreibe euch einen Blogpost über alle Restaurants, die ich empfehlen kann. Airbnb hierher gegangen und am Ende der Straße ist schon das Delizioso. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Gut. Voll gut. Welchen hast du nochmal? Den Glow. Apfel und Karotte. Gesund, aber gut. So, wir sind jetzt gleich wieder bei unserem Airbnb. Nur noch Old Town. In der Old Town. Ja, genau. Es schaut so süß aus, da dürfen nicht mal Autos fahren in unserer Straße. Wir sind jetzt bei Playa Padre, bei so einem Beachclub und ich war gerade so peinlich. Und zwar hat mich ein Käfer verfolgt, ist auf meinem Rücken gelandet und hat sich in meinem Bikini verfangen. Und ein Kind hat mich darauf aufmerksam gemacht und dann bin ich einfach mal im Kreis, so wie man sich im Film, so wie man es aus den Comicfilmen kennt, bin ich im Kreis gelaufen, vor mir selbst habe ich versucht wegzukommen, bis die Eva mich gerettet hat und den Käfer aus meinem Bikini entfernt hat. Und es war so peinlich. Ich habe einfach nur geschrien und bin gelaufen, ich habe nicht nachgedacht. Und dann, wie ich mich wieder hingesetzt habe, habe ich einfach gemerkt, wie viele Menschen mich anstarren. Der gesamte Beach Club hat mich angeschaut. Ja, das war sehr peinlich. Aber wir trinken einen Aperol und genießen hier den erst kürzlich geöffneten Beach Club und er ist so schön. Wir waren gestern bei einem ganz anderen, der war überhaupt nicht so schön. Also wenn ihr irgendwie cool am Strand liegen wollt, die Betten kosten 20 Euro am Tag, finde ich jetzt gar nicht so übertrieben. Und es ist wirklich schön. Und den hat übrigens Eva Longoria aufgemacht. Ja, jetzt höre ich weiter James Blake und genieße die Sonne. On the way to being free. Wir haben es jetzt fertig gemacht. Ich habe ein Kleid an. Voll viele fragen mich immer nach dem Kleid. Es tut mir leid, es ist von Zara und es ist schon 1,5, 2 Jahre alt oder so. Aber ich habe es in letzter Zeit voll gern an. Und wir werden jetzt Outfit-Fotos machen gehen und dann gehen wir zu Bollywood essen. Das ist indisch und ist ziemlich günstig. Die Yanni Dela war eine sehr große Inspiration für die Reise und sie isst dort immer Mignon oder sie bestellen immer. Deswegen werden wir mal schauen, ob es gut ist. Also, ich nehme jetzt das 50mm Objektiv für die Fotos mit. Sehr schönes Accessoire und wir gehen los. Oder wir fahren los, wir fahren mit dem Auto.
Bollywood. Freust du dich schon auf Indisch? Voll, ich hab so Hunger. Wie viel haben wir heute ausgegeben im Beach Club? 102 Euro. 102 Euro. Fast nichts. Zwei Strandliegen, zwei nicht so gute Salate, einmal Guacamole und... Die war gut. Die war gut. Hat aber auch 8 Euro gekostet. Ja. Und einmal, genau, zwei Aperol. Die haben jeweils 13 Euro gekostet. Also, überleg dir mal, 26 Euro für nur Aperol. Ja, jetzt sind wir schon da. Bollywood. Lemon, garlic, peshwari, cheese. Just blank. Just blank. Yeah, and boiled rice. Spinach with potato is cauliflower with potato. Ja, wir sind gerade heimgekommen von unserem Abendessen. Es war voll, voll gut bei Bollywood. Auch wenn die Location jetzt nicht so toll ist, dass die Mitarbeiter sind urnett und das Essen ist voll lecker. Voll gut. Also ja. Es ist ein indisches Lokal und das Essen war so gut. Wir haben leider nicht alles zusammen essen können, aber wir haben uns alles für morgen mitgenommen. Genau. Es war überhaupt voll schön. Es war so schön bei dem Beach Club, dass wir jetzt entschieden haben, nochmal hinzugehen. Genau. Unser Programm für morgen wird wieder dasselbe sein. Ja, generell war der heutige Tag wirklich sehr erfolgreich. Uns hat alles sehr gut gefallen. Genau. Und wir können auf jeden Fall den Playa Padre voll empfehlen. Ja. Also echt einer der schönsten Beach Clubs, die wir jetzt in unserer Zeit hier gesehen haben. Ja. Besonders, also es gibt ja wahnsinnig viele Beachclubs in Marbella. Einer neben dem anderen. Genau, voll. Und es ist urschwer halt einen zu finden, der wirklich toll ist. Also wir haben gestern, haben wir eigentlich 15 Euro, also 5 Euro weniger ausgegeben und waren echt bei einem sehr, sehr schicken, muss man sagen. Ja, bei einem sehr, sehr schicken Beachclub und jetzt dieses Mal war es wirklich toll. Aber wir werden euch alle Tipps nochmal auf unsere Blogs schreiben, also bitsandbobs.eva.com und annalauracuma.com. Da könnt ihr nochmal alle Marbella-Infos und so weiter sehen. Aber das kommt erst, wenn wir mit der Reise fertig sind. Genau. Leider. wenn wir alles in Marbella gesehen haben oder auch niemals. Nicht. Ja. Nein, also für uns geht es wieder zurück am Mittwoch. Also leider schon bald. Aber dann kommen auch die Beiträge zu Marbella. Ja, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Eva hat noch was hinzuzufügen. Die Anna hat angemerkt, dass in Marbella so viele Frauen, wie wir eigentlich noch nie auf dem Haufen gesehen haben, mit gemachten Brüsten sind. Also wohin das Auge reicht, sieht man lauter Frauen mit gemachten Brüsten, aufgespritzten Lippen. Das ist so ein Marbella-Ding. Ja, und es sind viele Engländer und es sind sehr viele Engländer und Skandinavier. Ja, aber genau. Sehr, sehr wenig Deutsche und Österreicher. Also ich habe eigentlich noch niemanden außer uns zwei Deutsch reden hören. Stimmt, ja. Ja. Das waren noch die letzten Facts über Marbella. Genau. Und jetzt, ciao. Gute Nacht. Ciao. Genau. Du musst den Janik. Genau. Ciao. Ciao.